Da haben wir in Kroatien, in Österreich gedreht, in Bulgarien. Wir haben Japan nachgebaut in Thailand, haben dann in Spanien gedreht und ganz zum Schluss auch in Südafrika. Man würde sehr gerne nach Tokio fahren. Das war immer, ich habe da einmal eine Drehvorbereitung gemacht und es ist immer ein Traum von jedem, nach Tokio zu gehen, weil es halt irre phänomenal ist. Aber du kriegst keine Drehgenehmigung für Straßen. Und das wollte der Kunde mit seinem ersten elektronischen Auto nicht einsehen. Ein japanischer Hersteller und sagte, wir müssen in Tokio drehen. Und dann haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir das machen. Und haben letztendlich in Bangkok einen alten Stadtteil gefunden, wo die Architektur ähnlich war mit schmalen Gassen etc. wie in Tokio. Und das war aber total runtergekommen. Dann haben wir halt über 2 Wochen mit einem Bauteam von 50 Leuten ein modernes Tokio in diesem runtergekommenen Stadtteil in Bangkok gedreht. Das war schon ziemlich absurd. Und dann haben wir die Extensions in der Post gemacht. Man hatte eigentlich nur eine Kreuzung, an dem der Wagen rumgefahren ist, wo wir unsere Kamerabewegungen machen konnten. Und im Film sieht man es eigentlich nicht. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und ich bin Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu dieser Folge, bei der mein Gast ein bisher bei mir unbeackertes Feld belegt. Denn er ist einer der einflussreichsten Werbefilmregisseure Europas. Und es hat sich bei ihm immer mehr herauskristallisiert, dass ausgerechnet Autohersteller bei ihm Schlange stehen, was er ursprünglich so gar nicht geplant hatte. Eigentlich wollte er nämlich Spielfilme machen und ist nach seinem Studium in Amerika dann zurück in Deutschland ganz woanders gelandet, nämlich bei Wiege Data. Bei Motorsportfans gehen jetzt die Lampen an, denn Wiege ist die Firma, die uns Renn- und Rallye-Bilder in bis dahin ungekannter Qualität auf den Fernseher gezaubert hat. Wie es von dort aus weitergegangen ist und wie die Spots für unter anderem Nissan, Peugeot, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Renault, Smart, Jeep, aber auch für so unscheinbare kleine Uhrenhersteller wie Rolex entstehen und wie es ist, Leute wie Robbie Williams, James Cameron, Martin Scorsese oder Keira Knightley vor der Kamera zu haben, das verrät er in dieser Folge. Viel Spaß also jetzt mit meinem heutigen Gast, Jan Wenz. Also ich bin immer gerne Auto gefahren, beziehungsweise mit meinen Eltern gerne Auto gefahren. Ne? Und da diese Erfahrung, einen kleinen Kassettenrekorder zwischen Vordersitzen irgendwie zu sitzen und Musik zu hören und aus dem Fenster zu gucken und Motorengeräusche zu hören, das fand ich schon mal super. Und dann kam irgendwann, glaube ich, mit 14 habe ich mich in einen Wagen verliebt. Das war Love at First Sight. Und kam ich vom Tennis und habe einen Kumpel nach Hause gebracht. Und dann auf einmal stand dann ein P1800 ES beim Nachbarn in der Garage. Und dann bin ich um den Wagen rumgeschlichen, habe mir den angeguckt und konnte das nicht verstehen. Und da war irgendeine magische Verbindung mit dem Wagen. Bis ich dann später irgendwann mal wusste, vielleicht konnte ich dem nicht mehr nachstehen und war ein Zufall, dann habe ich mir einen gekauft. Hast du noch? Natürlich, ich habe den immer noch seit 25 Jahren und ist auch meine Traummaschine. In dem Augenblick, wo ich mich da reinsetze, werde ich in eine andere Sphäre katapultiert und liege sozusagen als 1,90 Meter großer Mensch in diesem 1971 gebauten schwedischen Stahlgeschoss. Kommst du noch viel dazu? Also fährst du viel mit so alten Autos? Nee, leider gar nicht mehr. Also es ist dann immer, erstmal muss man immer einen Schuss halten und die Planen abmachen und dann fährt man wahrscheinlich, man sucht sich dann wahrscheinlich jetzt immer Gegebenheiten und Anlässe dazu, wo man fahren kann. Ne? Weil nur in der Stadt rumfahren macht keinen Spaß mehr. Und jetzt, wenn man irgendwie in den Osten oder in den Norden fährt und ein paar Landstraßen abfährt und so 110, 120 fährt mit offenem Fenster und eine schöne Anlage drin hat, dann macht das richtig Spaß. Aber 160, 180 bei der Lautstärke, kann keiner mehr eine Musik hören. Bei mir ist immer Musik hören und Auto, Motorengeräusche muss ich zusammenfügen. Dann wird da was draus im Kopf. Du bist eher so der automobile Genießer und das transportierst du ja auch in deinen Filmen oder in deinem Beruf zumindest, ne? Ja, hoffe ich, ja. Kommen wir gleich noch drauf. Du bist irgendwann in die Werbung gegangen oder hast du was mit Filmen gemacht? Ja, reiner Zufall. Also nicht reiner Zufall, aber eigentlich wollte ich Schauspielerei machen und in einem Augenblick, wo ich dann... Ich konnte ganz gut Tennis spielen und habe dann irgendwie mit einem kanadischen Freund beschlossen, in Amerika mein Studium durch Tennisspielen zu finanzieren. Und an der Uni, an der ich mich eingeschrieben habe, in Akron, Ohio, gab es leider keinen Schauspielkurs. Und dann habe ich das nächstliegende gemacht und Filmproduktion studiert, also Film und TV Productions. Okay. Und dann kam eins zum anderen, aber bis man in der Werbung landet, da wollte man überhaupt nicht hin. Also da wusste man gar nicht, dass es Werbung gibt oder wofür es. Also man auch Geld verdienen kann mit so einer Sache. Ja, man wollte erstmal, weil Filme haben mich immer begeistert und Filme liefen immer im Kopf ab.
Und fühlte man auch immer. Man fühlte immer das Kino. Und eigentlich wollte ich dann Langfilme oder Fernsehfilme machen. Und wie der Zufall so kommt, kommt es dann anders. Zu welcher Zeit warst du in Amerika, als du das gemacht hast? Das war 89 bis 92. Was waren da so Filme, die dich beeinflusst haben oder Regisseure oder so? Oder gab es da irgendwas, was du unbedingt machen wolltest? Man hat halt alles Mögliche geguckt. Ne? Also zumal der Ort, in dem ich war, in Akron, Ohio, ist ein alter Industriestaat, war natürlich Goodyear, hatte da ihre große Produktion. Und die sind aber dann abgewandert in den 50er, 60er Jahren oder ich glaube Anfang 70 sogar. Und dann war halt irrer Leerstand und es war eine irre Öde da. Und aus Europa kommend dachte man, man ist so ein bisschen im Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise Land. Und dann bin ich oft ins Kino gegangen, wenn ich nicht Tennis gespielt habe, ne, oder für die Uni studiert habe. Und dann hat man halt sich alles reingezogen, was es gab. Ne? Man konnte für $1 ins Kino gehen und da hat man jeden Tag 1 bis 2 Filme geguckt. Okay, das ist eine gute Vorbereitung auf spätere Leben. Sag mal, mit Tennis spielen, das Leben finanzieren, wie als Trainer oder als Spieler mit Preisgeldern? Nein, das war also ganz normales Stipendium in Amerika, wenn du gut Tennis spielen kannst, so wie wenn du Football oder ne, Basketball spielen kannst. Kriegst du eine Unterstützung und das war so ein Scholarship, ein Full Ride und das hat mir ermöglicht, sozusagen in Amerika zu studieren durch das Tennisspielen, aber ich habe nur für die Uni sozusagen gespielt. Das war nicht für Preisgelder, sondern jede Uni spielt gegen eine andere Uni und da ist man natürlich viel gereist und ich habe dann immer schon meine Kamera mitgenommen, während die anderen Jungs dann irgendwie was anderes gemacht, dann bin ich dann weiter noch losgefahren mit meiner Kamera und habe dann irgendwie Aufnahmen gemacht, weil wir haben natürlich in Florida gespielt, in Illinois, in New York und sind überall mit dem Auto rumgefahren und haben dann da Turniere gespielt. Klingt auf jeden Fall gut. Wieso bist du dann zurückgekommen nach Deutschland? Na, also erstmal war es besser als die Bundeswehr, weil wir mussten damals ja noch zur Bundeswehr gehen und ich konnte dann vorweisen, sorry, ich habe ein Stipendium, also musste die Bundeswehr dann erstmal zurückgestellt werden. Und das war erstmal ein super Grund und zweitens habe ich gerne, hätte ich nicht gewusst, was ich in Deutschland irgendwie studiere und ich wollte nochmal ins Ausland gehen. Und bin ich zurückgekommen natürlich auch, weil ich eine sehr nette Freundin damals hatte, die ich übrigens heute immer noch habe. und wollte eigentlich noch ein bisschen was in Europa machen. Und der Masterstudiengang in der AFI oder in der USC in Amerika, da bin ich immer hingefahren und wollte mich da bewerben. Aber da muss man ein großes Portemonnaie haben, wenn man da studieren will. Und die haben auch keine Tennisspieler mehr finanziert und unterstützt. Also bin ich wieder zurückgekommen und habe mein Glück dann hier in Deutschland versucht. Und was hast du da gemacht als erstes? Als Nee, also erstmal vielleicht muss man dann bin ich nach der amerikanischen Uni habe mich dann hier in Deutschland dann an unterschiedlichen Unis beworben und habe dann mal erstmal vorher ein Praktikum gemacht und keiner wollte mich, hatte natürlich Wim Wenders geschrieben und alle möglichen Leute, dachte alle warten jetzt auf mich, aber keiner hat sich gemeldet, bis ich dann irgendwie in ein Praktikum bekommen habe bei Vigedata, das war in Köln jemand, die haben Fußballübertragungen gemacht und Formel 1 ohne Ende, und jetzt kommt die Brücke Motorsport. Und da war ich halt Praktikant im Bereich Schnitt und Kamera. Und habe mich da schnell reingefuchst und die Nachtschicht übernommen, wenn es irgendwas zu schneiden gab oder irgendwie mit Kameras ausprobiert und sind dann halt alle Rennstrecken abgefahren. Das war natürlich auch die Zeit, als Michael Schumacher angefangen hat, war irre spannend. Wir sind auf jeden, haben viele Sachen übertragen sozusagen, mussten die Kabel überhin schleppen. Da waren die ganzen Race Circuits noch gar nicht verkabelt. Das heißt, man musste erstmal die Kabel verlegen und sowas. Und irgendwann habe ich dann angefangen, die Chip-Kameras einzubauen in die Formel-1-Autos. Und dann kam halt ganz nah an die Jungs ran. Und wir haben auch Rallye gemacht, wo man dann wurde mit Helikoptern abgesetzt und dann kleine EB-Teams, die dann immer versetzt wurden, damit wir unterschiedliche Strecken abgreifen. War natürlich super, du bist 23, fliegst mit dem Helikopter um die Gegend, stellst Kameras auf und neben dir brettern die geilsten Autos durch den Wald oder die Formel-1-Autos. Da hat man also schon irre viel. Also erstmal Benzinluft geschnuppert. Da wusste ich aber noch nicht, dass Werbung was für mich ist, weil das war ja erstmal redaktionell betreut und Sport war weil ich Sportler bin. Und so nah an Sportler ranzukommen wie Größen war natürlich toll, ne? Aber Wiege, das war ja damals die Firma. Ich habe ja mit Rainer Braun mal ein großes Stück darüber gemacht, auch über die Gründer von Wiege und was die alles da gemacht haben und die Zeitennahme. Also die haben ja ganz viel fast revolutioniert und ganz viel ausprobiert und tatsächlich genau das, was du sagst, mit Kameras rumprobiert und eingebaut in Autos und so. Das war ja damals noch
lange bevor es die GoPro gab, da haben wir noch mit größeren Kameras hantieren müssen. Und wie war denn das, wenn du da mit deinem Equipment ankamst und die Formel-1-Fahrer haben die sich gefreut, dass du dir noch ein bisschen Zusatzkilos reingepackt hast? Oder? Ja, da gab natürlich dann immer irgendwelche, das war aber vorher, glaube ich, alles abgestimmt und wir wussten dann die Orte, wo wir sie montieren durften mit den Fahrern. Aber es war natürlich irre, so in die Boxengasse zu kommen und diese Lautstärke einfach wahrzunehmen und dieses Gefühl, Lärm, Motorengeräusche, Geschwindigkeit und natürlich dann die Euphoriewelle, auf der dann sozusagen Michael Schumacher geritten ist und dabei zu sein, war schon phänomenal. Wie hast du die Fahrer damals wahrgenommen? Also hast du da irgendwie einen Favoriten? Nee, ich war eigentlich gar nicht so Motorsport interessiert. Das war ja das Lustige. Ich fand das irre, was da passiert ist, aber ich hatte jetzt keinen Held. Klar, ich wusste, wer Ayrton Senna war und hatte die alten Fahrer eigentlich mehr so im Kopf und die neue Generation wusste ich auch nicht, weil ich dann in Amerika war, vier Jahre vorher und hatte da so ein bisschen den Faden verloren, weil da spielte Formel 1 gar keine Rolle. Damals nicht, ne? Also damals war das überhaupt nichts, ne? Das hat sich ja sehr geändert. Aber mich hat dann mehr beeindruckt, so, also nachgehend irgendwie Rallye, weil das war natürlich für uns als junge Kameraleute irre. Du bist halt durch einen Helikopter irgendwo hingeflogen, abgesetzt worden und für einen Augenblick wie ein paar Jungs da mit 200 Sachen einen Waldweg durch die Gegend brettern. Und ich habe dann mal einmal auch jemanden gefragt, ob er mich mitnehmen kann. Und dann habe ich aber gesagt, ich habe geschrien und wollte dann sofort raus, weil er natürlich ein Dreiviertel des Gases gegeben hat und nicht Vollgas. Und das weiß ich heute noch, das Gefühl. Das kannst du so abrufen, das ist der absolute Wahnsinn. Also jeder, der irgendwie mal eine Chance hat, im Rallye-Auto mitzufahren, soll das mal machen. Das ist Motorsport. Ja, das stimmt. Das ist einfach auch die Nähe zur Natur und zu den Bäumen, die da am Straßenrand stehen. Ja, weil sonst kriegst du auf dem freien Rennfeld, kriegst du die Geschwindigkeit gar nicht so mit. Ne? Also und da ist es halt wirklich der Wahnsinn. Da gab es dann halt drumherum, wie man die besten Winkel findet etc. etc. Und ich habe mich dann mit dem Material hingesetzt und wurde eigentlich gar nicht gefragt, sondern habe einfach mal Schnitt probiert und habe dann, weil die auch viele Eurosport-Geschichten gemacht haben, habe ich mal einen Eurosport-Trailer geschnitten für die deutsche Tourenmeisterschaft, glaube ich. Die haben sie auch hauptsächlich übertragen damals. Und das zeigte ich dann so einem Redakteur und sagte, guck doch mal, kannst du mal drauf gucken, was du davon hältst. Und der war dann so begeistert, dass er sagt, ab jetzt schneidest du nur noch meine Trailer. Und dann war das auf einmal, habe ich dann meine als Praktikant den Eurosport-Trailer für irgendwie die DTM und sowas gesehen. Und das hat mir irgendwie irre Spaß gemacht. Und seitdem hat er mir dann ein eigenes Kamerateam gegeben und hat gesagt, du kannst noch Sonderbilder für dich drehen. Du drehst jetzt nicht mehr eine Rennstrecke, sondern drehst nur noch Bilder für deine Trailer. Und dann habe ich sozusagen als Praktikant angefangen, halt Kamera und Schnitt zu machen und dann dafür dieses Gefühl, mir ging es immer darum, wie kriegst du das, was du da siehst, irgendwie zusammen mit Musik, mit Schnitt. Und da hatten wir, glaube ich, auch die kleine erste Trailer-Revolution gestartet dann. Und du hast eigentlich das Werbehandwerk gelernt, weil du musst alles in 30 Sekunden zusammendampfen, ne? Spannung erzeugen, Emotionen transportieren. Ja, das war in den Trailern, ne? Hat das auch immer fasziniert. Ich habe immer gerne Trailer von Spielfilmen geguckt, weil da so eine Essenz drin war und ein Versprechen. Mhm. Und das Versprechen ist manchmal mehr gehalten worden als der Film selber. Dann sitzt du nachher nach 90 Minuten und denkst, na, das war's, aber du hast halt in 90 bis 2 Minuten in einem Trailer ein irres Gefühl und du wurdest halt heiß gemacht auf dem Film und hattest dann irgendwie entweder wurden Sehnsüchte abgerufen oder. Und das war halt irre spannend. Und irgendwie bin ich diesem Gefühl, weil du versuchst halt immer ein Gefühl zu konservieren und das aber zu übersetzen, dass andere Leute auch das Gefühl haben. Und darum geht es eigentlich nur, um Vermittlung von einem Gefühl für etwas, wie das sein könnte, da zu sitzen, in dem Auto zu sitzen oder die Geschwindigkeit zu spüren und was das für ein Adrenalin ist. Also in das Mikroskopische reinzugehen, zu fühlen, was passiert in deinem Körper, wenn du sowas machst. Und das sich reinzuversetzen und das zu spüren, ne? Da fällt mir gerade ein Film ein von dir. Also gehen wir mal ein bisschen voraus. Du machst ja ohne Ende Autowerbefilme und ein Peugeot 308. Wo ist das mit diesem Kettenkarussell? Ja, 308. Ja, genau. Und da finde ich, also das hast du jetzt genau beschrieben, dieses Gefühl, was man da auch empfindet, diese Frau auf dem Kettenkarussell, die dann auf einmal in dem Auto sitzt. Ja, das war lustig, weil ich teile mir mein Büro mit einem guten Kreativen auch und wir kommen immer drauf, weil es gibt ja immer wieder neue Superlative, die sich die Werbung ausdenken müssen oder neue Richtungen. Und dann ging ich zu ihm runter und sagte, jetzt habe ich hier so ein Ding gefragt, jetzt muss so eine Frau noch auf dem Kettenkarussell fahren. Und er sagte, ja, es geht doch gar nicht, wie soll das denn funktionieren? Und dann hat man sich da reingefuchst und eigentlich versucht, die Übersetzung dafür zu machen und eine Symbiose zwischen dem, was du
fühlst im Elektrofahrzeug, wenn du da fährst, weil nämlich diese Ruhe und diese Geschwindigkeit, die Beschleunigung und auch außerdem dieses Freiheitsgefühl, was damit ist, weil du den Motor nicht mehr hörst und du hörst die Natur und du hörst den Wind. Und das war natürlich das Grundkonzept der Agentur. Und dann haben wir versucht, sozusagen das zu vereinen mit besonderen Kamerafahrten, wo erst alle sagten, es geht nicht oder wie willst du das machen? Und ich hatte immer einen gewissen Song und ich brauche immer Musik. Meistens habe ich ein Musikstück, wo ich sage, okay, das vermittelt das Gefühl, und hatte eigentlich bei der Kampagne ein Chanson die ganze Zeit immer bei der Inszenierung laufen. Und ich wusste genau, wo meine Points waren, wo ich was setzen muss, wie die Kamera sich zu dem Zeitpunkt bewegen muss. Und das passiert eigentlich ganz selten, dass dann, aber nachher im Schnitt war es gut, passte. Und dann kam aber jemand noch und sagte, lass uns mal den Song probieren. Und dann hat er eine eigene Komposition gehabt von einem tollen Klassiker. Und als das draufgelegen wurde, wusste ich, das ist es. Und es war nochmal ein anderes Gefühl, was dabei rumkam und hatte so eine Leichtigkeit. Und das brachte dann das Gefühl umso mehr noch rauf. Und das komischerweise aber war dann für Peugeot und für die Gruppe sozusagen nicht dynamisch genug, weil heute muss alles dynamisch sein und jeder ist E-Auto. Und ich war anderer Meinung und sagte, das Gefühl ist doch viel wichtiger, dass man irgendwie uns berührt und dass wir was spüren. Und dieses Kettenkarussell, heute glaube ich, läuft da noch mit einer anderen Musik. Das sind Marketingleute, die das dann entscheiden. Aber eigentlich waren wir alle der Meinung mit den Kreativen zusammen, dass wir die Musik eigentlich gefunden hatten. Okay, so ändert sich das manchmal. Also jetzt haben wir schon vorweggegriffen, aber das hatte ich da gerade so vor Augen. Wie ist dein Einstieg in die Werbung gewesen? Was war dein erster Werbefilm? Mein erster Werbefilm, ja, vielleicht muss man das so sagen, ich während des Studiums, ich habe dann noch ein Aufbaustudium gemacht in Köln, da hatte Alfred Biolek eine tolle Schule, die Kunsthochschule für Medien in Köln, ins Leben gerufen, da waren so Leute wie Dominik Graf und es ging immer noch alles in Richtung Spielfilm. Okay. Und dann hatte ich aber praktisch, Viva hatte, zu dem Zeitpunkt war das deutsche Pendant zur MTV und die hatten gerade in Köln aufgemacht, die Schule war in Köln und dann hatten wir ein riesiges Postproduktionszentrum von Sony. Und da haben wir dann angefangen, habe ich einen Kommilitonen getroffen, Frank Mirbach, und mit dem habe ich dann angefangen, mit 23 schon unsere eigenen Musikvideos zu drehen, weil wir hatten irgendeinen Kontakt zu Viva und er kannte jemanden aus der Musikbranche, ein ehemaliges Mitglied von, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, von Yellow oder sowas, keine Ahnung. Und dann kam er immer an und sagte, wir haben hier 15.000 Mark, wir haben 20.000, 30.000 Mark. Und dann haben wir angefangen, Musikvideos zu produzieren, die wir dann in der Schule geschnitten hatten. Darf aber keiner mehr wissen. dann haben wir schon erste Sachen verkauft und war das so schon, wir haben Euro schon schnell produziert. Es waren halt, dann stellte sich raus, dass das irgendwie mehr Spaß gemacht und lukrativer war. Ja. Und dann hatte man andere Kommilitonen, die dann schon seine Angestellten waren. Und wie gesagt, dann war das irgendwie ganz gut und da flog das aber irgendwann auf und dann musste ich leider gehen von der Schule, weil sie rausgefunden haben, dass das kein künstlerisches Projekt war, sondern rein kommerziell. Also war ich da schon in der kommerziellen Schiene drin und habe dann aber gesagt zu meinem Kompagnon, das kann es noch nicht gewesen sein, ich will nochmal nach Amerika und will da nochmal versuchen, einen Spielfilm zu machen. Und dann habe ich nochmal einen alten Kontakt klar gemacht aus der Zeit in Amerika. Und es war ein Inder, der dann eine Independent Film Production hatte in der alten High School in Sharon, Pennsylvania. Und dann wollte ich unbedingt Film machen. Aber dann war ich sein Assistent. Und da, komischerweise wollte er einen Film drehen mit Kelly McGillis, die natürlich da großes Tennis war nach Top Gun, und Martin Sheen. Und es sollte ein Psychological Thriller werden, der aber dann irgendwie nie gedreht wurde, weil Kelly McGillis schwanger wurde und ich also auch keinen Spielfilm gedreht habe. Es war also Destiny. Und da habe ich einen Kunstfilm gedreht, dann war ich ein halbes Jahr und bin mit dem Kunstfilm dann zurück nach Deutschland, habe den auf ein paar Kunstfestivals gehabt, weil ich wollte die Kunstschiene probieren, habe gemerkt, da ist wenig Brot drin, war pleite, bin nach Hause gezogen, wieder zu meinen Eltern. Und dann war glücklicherweise eine Hochzeit von einer Freundin meiner damaligen Freundin oder heutigen Freundin. Und da sind wir nach Hamburg gekommen. Und der zukünftige Mann der Freundin war dann Werbefilmregisseur bei Markenfilm. Und da hatte ich ihn eingeladen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Habe ich ihn eingeladen zu meiner Premiere vom Kurzfilm nach Köln. Da sagte er, Mensch, komm doch mal bei uns vorbei, wenn du in der Nähe bist, ich brauche einen neuen Assistenten. Und weil ich abgebrannt war und keine Knete mehr hatte, und bin ich dann über Umwege nach Hamburg gekommen und habe dann da bei ihm angefangen zu assistieren.
und bin dann 2 Jahre sozusagen in die Lehre gegangen, was Werbefilm eigentlich anbelangt. So, das war also ein steiniger Weg, aber irgendwie sehr unterhaltsam, oder? Mit vielen Stationen in Amerika und bei Wiege. Da bin ich fast neidisch drauf. So, und waren die spezialisiert auf Werbung für Autos? Nee, oder? Also ganz im Gegenteil. Also Markenfilm ist die größte Werbefilmproduktion zur damaligen Zeit in Europa gewesen, der größte Abnehmer von Kodak-Film und haben mit internationalen Werbefilmen und ihrem eigenen Studiobetrieb hier in Hamburg in Wedel waren die Führenden im Werbefilm. Und da war ich halt dann festangestellter Assistent von einem Regisseur, Florian Beisert, der damals unfassbar viele Filme gemacht hat. Und ich habe die ganzen Vorarbeiten für ihn gemacht und im Studiobetrieb, das ist wie so ein kleiner Hollywood-Betrieb, muss man sich vorstellen. Du kommst vorne mit der Idee rein und kriegst hinten den fertigen Film wieder raus. Mhm. Was heute gar nicht mehr gibt, aber die hatten ein Studio, die haben Studiobetriebe gehabt, eine eigene Postproduktion, Kameradepartment, haben eigene sozusagen Beleuchter gehabt und Postproduktion, Männer und Kameradepartments, also war die beste Filmhochschule, die man sich eigentlich hätte träumen können. Mhm. Und man wurde noch bezahlt und war nah dran und der Regisseur, für den ich assistiert habe, hat irre viel gemacht. Er hat so viele Werbefilme gedreht, die würde ich heute noch nicht mal drehen. Und irgendwann war er, glaube ich, doppelt gebucht für einen Werbefilm. Und dann sagte der Produzent, gab er mir nur seinen Sakko und sagte, mach du das. Und dann ging ich halt rein unter seinem Namen und alle dachten, ich wäre er. Damals gab es ja noch keine sozialen Netzwerke, sonst hätten sie schnell gemerkt, wer ist. Und dann habe ich wirklich gefragt, kann ich das machen, geht das denn und so. Und da haben sie mich eigentlich Florian immer angesprochen und gesagt, ja, kannst auch Jan zu mir sagen, nicht Florian. Und dann entstand so der erste Werbefilm. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass das irgendwie gut Spaß macht und fruchtet. Und dann habe ich, weil für die Expo 2000 hatte er eigentlich einen Film gemacht und der musste in die Postproduktion gehen und weil er aber schon das nächste Projekt hatte, hat er gesagt, mach du die Post. Und da hatte ich mich angefreundet dann mit der Agentur und die fanden das toll, was ich in der Postproduktion gemacht hatte und die sagten, Mensch, wir haben hier einen kleinen Film für die Süddeutsche Klassenlotterie, ganz wenig Geld, 3 Filme ging über Sport, vielleicht kann das ja deine ersten Filme sein. Und dann habe ich die Chance ergriffen und wahrscheinlich einen meiner mutigsten Werbefilme gedreht. Bin ich ins Museum gegangen, habe eine alte Handkurbelkamera rausgeholt und habe damit mit besonderem Filmmaterial Filme belichtet, was ein hohes Risiko war. Weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde, aber damals hatte man die Courage. Und dann sind daraus wirklich tolle Filme geworden, sodass es, als sie fertig waren, nicht nur die Agentur begeistert war und der kreative Kopf der damaligen KNSK-Gruppe bei mir nochmal in einer Vertonung saß, wo ich sagte, seit wann sitzt der Agenturchef in der Vertonung? Und dann war der zweite Anruf von Wieden und Kennedy, die meine Rolle haben wollten, weil sie sagten, und da waren aber nur 3 Filme drauf und das war's. Aber so fing das dann an und da merkte auch der Eigentümer der Firma, dass es jetzt Zeit wäre praktisch, dass ich selber auf meinen Regiefüßen stehe und seitdem ging es dann los. Was ich interessant finde, ist, dass du gerade gleich schon für deinen ersten Film eine Retro-Kamera quasi genommen hast. Also es war damals auch schon Oldschool-Material. Und ich finde auch, das sind so Elemente, die man immer wieder in deinen Werbefilmen eigentlich entdeckt. Ne? Also so Retro, also ob es jetzt Sachen vor der Kamera sind, irgendwelche Items oder auch tatsächlich Retro-Filmmaterial. Oder kommen wir nachher noch drauf, dann vielleicht einer der neueren Filme von dir, der Porsche RS-Retro-Film, so also Now and Then. Wo du ja auch tatsächlich aber mit dem Handy drehst, ne? Komm, reden wir nachher noch expliziter drüber. Was war denn dein erster Autowerbespot? Ich weiß gar nicht, was mein erster Autofilm war. Ich muss dann nochmal. Ich glaube, der erste Autofilm war für Ford. Ich weiß aber nicht, warum sie mir den gegeben haben. Das war dann in Barcelona und spielte dort und ich wusste gar nicht, warum das jetzt Auto war. Und das war aber ein ganz guter Film wohl. Und irgendwann, aber ich habe alles Mögliche immer gemacht. Ich habe von Comedy gemacht über Storytelling, eigentlich alles Mögliche und war gar kein Autospezialist. Und also bist nicht gleich von Anfang an da reingekommen. Im Gegenteil, es waren erstmal die ersten 10 Jahre war alles andere als Auto. Ja, okay. Aber irgendwie finde ich, jetzt ist das ja schon ein großer Teil eigentlich deiner Arbeit, oder?
Ja, man hat dann irgendwie so eine Nische gefunden und man hat das irgendwie so verbunden. Und mittlerweile, man wird ja immer versucht, in so eine Richtung zu gesteckt zu werden. Das ist halt auch schon jetzt seit geraumer Zeit. Aber ich hatte da nichts gegen, weil mir das immer irgendwie Spaß gemacht hat und wie die Prozesse auch immer waren. Das waren immer irgendwie organische Prozesse, wo jemand sagte, Mensch, hier ist ein Skript, kannst du dir nicht Bilderwelten dazu ausdenken oder was auch immer. Und ich habe aber immer ungewöhnliche Autofilme gemacht. Wir hatten einen Film in Paris, das war eine Agentur, die hatte dann gesagt, für einen neuen VW-Film sollten wir in Neuseeland drehen und es sollte ein Roadmovie werden, wo man den Wagen aber gar nicht sieht. Und den ganzen Film hat man den Wagen verfolgt, ein Roadmovie gemacht, aber ohne Auto. Und man ist mit dem Helikopter, mit allen möglichen Vehikeln und hat einen unsichtbaren Wagen gefilmt, weil der Golf damals rauskam. Und der Claim war, der Golf für diesen Preis unvorstellbar. Und deswegen hat man den Wagen gar nicht gesehen. Und da sind wir nach Australien geflogen, wirklich also in die Ewigkeit. Und da konnte die Serviceproduktion, dachte ja, wann kommt das Auto? Und dann haben wir denen gesagt, nee, wir drehen einen Film, aber ohne Auto. Und ich habe eigentlich eher die ungewöhnlichen Autofilme gemacht. Okay. Also ich habe auch mal für Citroën haben wir Autos komplett gebaut, die auf dem Kopf fahren mussten. Und dann haben wir, weil der neue Citroën, den sie rausgebracht hatte, eine große Windschutzscheibe und dadurch hattest du ein ganz anderes Sichtgefühl und Wahrnehmung. Und die anderen Autos dachte man eigentlich, das war das französische Konzept, dass sie auf dem Kopf fahren. Da haben wir dann irgendwie 7 Autos gebaut, die man auch wirklich, die durch die Gegend gefahren sind, wo Leute, Fahrer dann auf der anderen, oben auf dem Dach gesessen haben und den Wagen gefahren sind. Und das war dann schon sehr surreal. Also eigentlich waren es immer die ungewöhnlichen Autoaufnahmen. Aber sowas hat sich doch eigentlich total verändert von der ganzen Arbeitsweise her, wird man das heute noch machen, die Autos wirklich so bauen oder wird man das einfach in der Post-Production umdrehen? Nö, also das kommt immer darauf an, was man für einen Ansatz hat. Ich will immer das Haptige spüren. Es ist immer besser, wenn man etwas vor sich in der Kamera sieht. Und heute ist es halt wirklich, würdest du vielleicht 2 Autos bauen und den Rest in der CGI machen. Mhm. Aber damit du sagst, ich habe 2 Protagonisten, mit denen ich agieren kann und bin nicht nur virtuell unterwegs. Und das ist dann eine budgetäre Frage halt, ne? Aber generell der Ansatz. Ich versuche immer, meinen Ansatz immer so viel wie möglich in der Kamera zu machen, weil das ist halt immer noch the magic. Und was ist jetzt genau dein Job? Also du bist Werbefilmregisseur. Wo setzt du ein? Ganz früh schon bei der Konzeption? Oder kriegst du eigentlich ein fertiges Skript und setzt es dann nur visuell um? Nee, sowohl als auch. Das ist ja das Schöne, weil jeder Job anders ist. Manchmal kriegst du halt... Das war bei Audi damals so, da kam die Agentur auf uns zu und wir hatten einen Film von denen gemacht. Das war eigentlich nur, ich war eigentlich wieder weg vom Auto und dann kam eine Produzentin von mir an Vera Ports und sagte zu mir, Mensch Jan, hier ist ein Autofilm, da sollen Vignetten gedreht werden für einen bestehenden Film und der soll adaptiert werden nach Deutschland. Und eigentlich habe ich gesagt, ich mache keine Adaption und sie hat aber gesagt, Mensch, guck doch, das macht vielleicht Sinn, um da reinzukommen bei der Agentur. Und dann haben wir den gedreht und dann war das aber so ein halb dein, halb, da, aber du hast dann praktisch mit der Agentur dich gut verstanden, der Kontakt war da und dann haben sie gesagt, Mensch, hier ist ein Skript, was fallen dir da für Bilderwelten ein? Weil die merkten, du hast ein assoziatives Denken, was teilweise in den Agenturköpfen vorhanden ist, aber nicht so visuell. Wir suchten da was anderem und das war ja zu dem Zeitpunkt, da gab es noch kein Manifesto-Film, so nennt man das, das war glaube ich jetzt in den letzten 5 Jahren so, dass jeder Film Manifesto-Film hat, von Opel bis BMW, Mercedes haben alles so Manifesto-Filme gemacht, wo sie alles mit reintun, was sie jemandem auf den Weg geben wollen, was die Wagen können, was du fühlen sollst, was du spüren sollst und so. Und dann hatten wir eigentlich, das war eigentlich die Mutter aller Manifesto-Filme und haben wir dann assoziative Bilderwelten uns ausgedacht dafür zu einem bestimmten Musiktrack und haben das dann gedreht. Und auf einmal, und ich habe es auch teilweise dann selber gesprochen, was lustig war, weil ich habe vorher schon mal Werbespots gesprochen, aber immer nur für mich, um meinen eigenen Rhythmus zu fühlen in der Kombination mit der Musik. Und da sagte dann die Agentur, und Mensch, deine Stimme ist super, wir finden das Gefühl toll. Und dann kam für Audi Quattro, weil wir mussten das Gefühl halt auf die Straße bringen, wie es ist, was ist Quattro, wie fühlt sich das an? Mhm. Und da haben wir so szenische Filmschnipsel aneinander gehangen in diesem Film, die irgendwie eine tolle Wirkung aufeinander haben. Da waren Zeichentrickfilme mit eingesprüht, Schneeszenen mit reingemacht, um etwas zu erhöhen und lauter, also nicht lauter zu machen, aber ungesehen dir darzustellen. Und dann haben wir einen zweiten Film, weil das war so toll, die Zusammenarbeit mit der Agentur, und dann haben wir einen zweiten Film gedreht.
Und der war dann halt wohl auf dem Punkt, wo wir das Ganze noch mehr forciert hatten, weil ich aus dem Schnitt komme und weil ich Kamerabewegungen kann, damit gut umgehen kann, das Musikstück schon gefunden hatte und auch einen tollen Cutter-Freund habe, der mich jetzt mein ganzes professionelles Leben sozusagen begleitet und wir so eine Symbiose haben und wir gehen halt irre auf Rhythmus und haben dann, wie können wir etwas noch mehr pushen, dass du siehst halt, also das Erste, was ich damals im Trailer gemacht habe für Eurosport, nochmal für Audi irgendwie hinkriegen und das hat dann irgendwie beim Audi-Vorstand und an, glaube ich, 27 Länder haben wir da das Meeting gehabt und die sind nachher dann durchgedreht bei dem Film und der wurde dann die Benchmark von diesen neuen Filmen und damals, wenn du einmal in diese Ader getreten hast, dann kommt natürlich, will jeder auch für sich, für seine Marke sowas haben. Ja. Und da haben wir viel richtig gemacht wohl und irgendwie Neuland betreten und, und das hat auch so kam, dass das auf einmal so viel mehr Autoskripte dann dahin kommen. Also meistens sind es immer die Entscheidungen, die du fällst für etwas, ne? Und dann ist das der Fluss der Dinge. Okay, das ist manchmal so ein kleiner Zufall. Hat sich das sehr verändert eigentlich, die Anforderungen bei Autowerbefilmen? Also wahrscheinlich die Budgets sind schon mal geringer geworden? Ja, also so, du musst halt jetzt in einer kürzeren Zeit ein Pensum absolvieren mit stärkeren Bildern, der Druck, etwas Unmögliches zu produzieren oder also, sagen wir, also der Anspruch ist extrem hoch geworden. Die Produktionszeit ist geschrumpft aufgrund des Budgets und natürlich gibt es so viele Autos. Ich meine, wie viele SUVs gibt es, die Audi bewirbt? Wie viele SUVs gibt es, die Peugeot hat und? Und das Marketingbudget wird natürlich, als wenn du zwei oder einen SUV hast, den du bewirbst und wenn du acht SUVs hast. Ne? Also das ist dann halt so dem geschuldet. Und woran unterscheidet sich der Q7 von dem Q8 und der Q5 von dem Q2? Also das ist dann halt immer die Nische zu finden und in dem Segment sich neu zu definieren. Es wird dann halt immer eine größere Herausforderung für die Agentur. Und natürlich dann auch für uns, ne? Also mit geringeren Budgets versuchen umzugehen. Teilweise ist es halt so, früher hat man halt dann eine Kampagne gemacht für Deutschland oder eine Weltkampagne gemacht und heute kriegst du Weltkampagnen für vier Modelle und hast dann ein größeres Paket und dann aber in dem Paket sind natürlich, ist es dann marketingtechnisch, ist es besser für den Kunden sozusagen vier in eins zu machen, anstatt vier mal eins. Du bist ja wirklich, also jetzt hat man ja ungefähr schon Eindruck davon, aber du bist wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und filmst diese Filme. Was war da so die aufwendigste Produktion, an die du dich erinnern kannst? Also ich habe einen vor Augen, der Mercedes X, glaube ich, wo ihr durch etliche Landschaften fahrt. Da habe ich also gedacht, wenn das nicht im Studio entstanden ist oder im Computer, dann war das eigentlich eine Weltreise, oder? Nee, das haben wir eigentlich in Slowenien und Kroatien gedreht, sind 7000 Kilometer gefahren und also mein Leben spielt sich eigentlich in so einem Mercedes-Minivan ab, weil wir fahren halt immer mit dem Kameramann, mit Production-Designern und mit Producern und Aufnahmeleitern in diesen Autos und bereisen das und wir haben halt in Slowenien, Kroatien 7000 Kilometer abgerissen, weil du musst das alles vorbereiten, musst die Drehorte finden, musst die Logistik dann aufstellen etc. und das dann in einem gewissen Zeitraum so reduziert wie möglich kompensiert realisieren. Ne? Und das war ziemlich aufwendig, aber der aufwendigste Dreh, von dem komme ich jetzt gerade, da haben wir für vier Filme in sechs Ländern gedreht und haben halt für Nissan eine Kampagne gemacht, die ist im Februar gestartet und ich sitze jetzt mit dem letzten Film im September immer noch in der Postproduktion. Also jetzt ein halbes Jahr beschäftigt. Das sind eigentlich, in der Zeit drehen andere Leute Spielfilme und wir haben viermal, ich glaube, 60 Sekunden gedreht. Okay. Also das sind nur vier Minuten geworden. Und wann kommt das raus? Einige sind schon draußen und mit dem letzten sitzen wir jetzt noch dabei. Und da haben wir in Kroatien, in Österreich gedreht, in Bulgarien, wir haben Japan nachgebaut, in Thailand, haben dann in Spanien gedreht und ganz zum Schluss auch in Südafrika. Ihr habt Japan nachgebaut in Thailand, warum macht man das? Weil man keinen Bock auf japanisches Essen hat oder was? Nein, ganz im Gegenteil. Man würde sehr gerne nach Tokio fahren, ich habe da einmal eine Drehvorbereitung gemacht und es ist immer ein Traum von jedem, nach Tokio zu gehen, weil es halt irre phänomenal ist, aber du kriegst keine Drehgenehmigung für Straßen. Und das wollte der Kunde mit seinem ersten elektronischen Auto nicht einsehen, japanischer Hersteller, und sagte, wir müssen in Tokio drehen. Und dann haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir das machen. Und haben letztendlich in Bangkok einen alten Stadtteil gefunden, der, wo die Architektur
ähnlich war mit schmalen Gassen etc. wie in Tokio. Und das war aber total runtergekommen. Dann haben wir halt über 2 Wochen mit einem Bauteam von 50 Leuten ein modernes Tokio in diesem runtergekommenen Stadtteil in Bangkok gedreht. Das war schon ziemlich absurd. Und dann haben wir die Extensions in der Post gemacht. Man hatte eigentlich nur eine Kreuzung, an dem der Wagen rumgefahren ist, wo wir unsere Kamerabewegungen machen konnten. Und ja, im Film sieht man es eigentlich ja nicht. Unglaublich. Also da wäre ich jetzt wirklich inzwischen davon ausgegangen, dass man das alles nur noch am Computer nachbaut, aber ihr baut richtig Stadtteile um. Nö, gar nicht, weil es geht natürlich auch mit irre vielen Reflexionen zum Teil. Und da war das Konzept, weil ja Tokio irre illuminiert ist, mit irre vielen Neon-Schildern und eine ganz eigene Charakteristik hat, um die Reflexionen einzufangen im Wagen, das Gefühl mit einzufangen und und man hatte die Zeit nicht für eine lange Postproduktion. Mhm. Ne? Und die Abstimmungsprozesse sind dann anders. Und da haben wir das Risiko eingegangen und sind dann die Fahrzeuge nach Thailand geschifft. Die sind dann auch angekommen, glücklicherweise. Hatten aber nur eins und haben dann dort sozusagen gedreht und waren dann, glaube ich, 8 Tage oder 10 Tage dann in Thailand. Für im Endeffekt netto 18 Sekunden. Über das Budget kannst du wahrscheinlich nicht sprechen, oder? Das ist wahrscheinlich auch Spielfilmniveau. Ja, ich meine, diese Werbefilme sind natürlich auch auf einem internationalen Blockbuster-Niveau. Wenn man die Preise runterrechnet pro Minute, dann ist das äquivalent zu einem amerikanischen Blockbuster. Ja. Gibt es irgendwie ein Land, wo du am liebsten drehst, weil es immer am schönsten vom Licht her ist? Oder? Nee, aber das Schöne ist halt immer, dass man irgendwie in Unterschied, das ist das Tolle in dem Beruf. Ich bin ein selbstständiger Werbefilmregisseur unterwegs auf der ganzen Welt und Man, wenn ich einen Laptop aufklappe und eine E-Mail kommt rein, ob das jetzt Indonesien, Shanghai ist oder aus Amerika oder Indien, ich bin immer neugierig, warum Leute auf dich kommen. Mhm. Und irgendwann wollte jemand, dass ich die indonesische Seele einfange als Hamburger, wusste nicht warum. Und das hat nichts mit Auto zu tun. Und dann haben wir gesagt, ja, das wird bestimmt ein toller Trip. Und es war auch unfassbar und sind dann 2-mal nach Indonesien geflogen, hatten 25 Inlandflüge und haben dann so viel von Indonesien gesehen in 2 Monaten wie noch nie. Das finde ich aus, ja. Und als ich zurückkam, war ich doch ein leicht anderer Mensch. Also da hatte die Seele mich dann so ein bisschen, die indonesische Seele mich dann beeinschlagt. Du arbeitest ja auch viel mit Superstars zusammen. Also das finde ich auch ganz beeindruckend, wenn man jetzt mal so einige Namen sieht. Leonardo DiCaprio, Keira Knightley, James Franco. Robbie Williams ist auch ein Spot und ich glaube, den Spot hat jeder vor Augen. Und da muss man jetzt sagen, da ist ja jetzt eigentlich gar nicht viel über das Auto gesagt worden. Das ist dieser Smart, der von irgendeinem jungen Typen eingeparkt wird und der hat dann kein Kleingeld für die Parkuhr. Und die Dame mit dem Strafzettel kommt immer näher und er singt sich dann da irgendwas zusammen und der das Geld gibt, das ist Robbie Williams. Wie sind solche Drehs? Also ist das schwierig mit so Superstars? Nee, in dem Sinne war es gut. Ich hatte vorher eine Kampagne gemacht für einen Mobilfunkhersteller in Deutschland und da hatte ich mit Robbie Williams in L.A. gedreht schon. Und das war für E-Plus damals und da wachte Robbie Williams morgens mit 8 Frauen auf in einem mondänen Bett in L.A. Also du hast ihn einfach normal gefilmt in seinem normalen Umfeld. Oder? Genau, ganz normal, also rein dokumentarisch. Ja. Und da wachte seine Tattoo auf und da haben wir seinen Löwen animiert, den er so auf seinem Oberarm hatte. Und da haben wir uns gut angefreundet. Und als dann die nächste Anfrage kam von Smart, das ist aber jetzt schon ewig her, ich glaube 2004, kam die Agentur auf uns zu und sagte, ja, Sie müssen uns leider anfragen, weil Robbie Williams möchte nur mit Jan arbeiten. Ah, okay. Und das war natürlich toll. Und dann kam das war im Endeffekt nur in dem Sinne, Robbie Williams ging auf Tour und war von Smart gesponsert und es sollte der Opening Spot sein, bevor das Konzert anfängt. Ja, okay. Und okay, wir wurden dann eingeladen von ihm, als der Film fertig war, auf die Waldbühne und ich mein Produzent, Fabian Heine von der ersten Liebe Film und haben dann vor diesem Publikum, das waren halt, glaube ich, 60.000 Menschen, ging das Licht aus, dann lief die Leinwand und unser Film lief da und wir konnten es gar nicht glauben, wir wussten gar nicht, wann kommt der Film. Und dann lief er wirklich da und haben alle mitgesungen und dann kam er sozusagen nach dem Spot auf die Bühne und das war, glaube ich, das Irreste zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man halt in diesem Rausch ist wie Robbie Williams und war eine irre Erfahrung. Leichter Alarm hier. Ne? Ja, großer Alarm hier, ja, bei dir. Nie gehört. Ich bin mir aber fast sicher, dass ich den Film auch im Fernsehen gesehen habe. Das glaubst du? Ja, das war im Endeffekt, sollten wir eigentlich nur die Konzertpromotion machen für Smart
Und dann kam der Film so gut an, dass Smart dann gesagt hat, das wird jetzt die Weltkampagne für. Und wir hatten gar nicht das Budget dafür, weil wir hatten eigentlich in Kopenhagen gedreht, weil er da zu dem Zeitpunkt Kopenhagen auf dem Konzert war, wussten wir. Und wir hatten ihn auch nur, glaube ich, 3 Stunden einmal. Und weil ich ihn aber kannte, wir hatten dann die ganzen Kronprinzens Garde, weil das auch noch ein Security-Dreh war. Das heißt, der Wagen durfte nicht abfotografiert werden. Das war so mitten in der Innenstadt mit einem Weltstar in der größten Straße. Haben wir die Kronprinzens Garde abgehangen von rechts und links. Ich habe dann so Produzentinnen einfließen lassen, die mich angebläht haben und gesagt, Mensch, ich möchte in der Nähe von Robbie Williams sein, kannst du nicht irgendwas machen? Und dann waren gestandene Produzentinnen aus Dänemark, waren auf einmal irgendwie Komparsen, weil sie irgendwie neben ihm sein wollten. Und es hat irre Spaß gemacht und er ist immer über das eigentliche Skript war leicht anders und er kam immer und sagte so immer, nee, das er singt falsch, das muss man so und so korrigieren. Und dann war das ein Take, den wir gemacht hatten und das war es dann, wo ich sagte zu der Agentur, besser können wir es nicht mehr machen. Vergisst euer Skript, wir können das nochmal drehen, aber wir haben den Film. Und das war der Joke und das war auch reiner Zufall. Manchmal muss man also für sowas offen sein, gerade wenn man mit solchen spontanen Stars arbeitet wie Robbie Williams, der auch eine geniale Ader hat in sich. Wahnsinn, ja. Du hast gerade gesagt, dass man das Auto nicht abfotografieren durfte. Das ist ja auch immer noch eine besondere Schwierigkeit bei den Sachen, die du machst. Ist das wahrscheinlich, die Autos dürfen fast nie abfotografiert werden, ne? Wenn du sie filmst. Ja, weil wir natürlich immer mit Prototypen arbeiten und manche sind der Geheimhaltung unterlegt und dann ist es für die Produktion natürlich irre schwierig, mitten in der Innenstadt Aufnahmen zu machen, wo du keine Paparazzis hast, die dann den Wagen abschießen. Mhm. Und so war das auch beim letzten Porsche-Dreh. Da hatten wir halt mit dem 992, der sollte noch nicht fotografiert werden und alles Mögliche. Und dann durften wir selbst im kleinsten, abgelegensten Dorf in Südfrankreich, durfte der Wagen nicht durch die Gassen fahren, weil ein älterer Herr kein modernes Handy hatte, aber er hatte einen alten Knochen in der Hand und sie dachten, das wäre ein Handy mit einer Kamera. Und dann wurde der ganze Dreh sozusagen angehalten, bis der alte Mann vom Fenster wegging und selbst dann durfte der Wagen nicht mehr durchfahren durch die Gassen. Aber das war halt nur diese Sonderversion, oder? Sport Classic. Genau. Nur ist gut, das ist halt so eine große Geheimhaltung. Wir sind dann verpflichtet, dass der Produktion das so zu gewährleisten, wenn der Kunde das so bestellt hat. Und darum müssen wir uns auch halten. Habt ihr da schon mal Stress gehabt? Also, dass da tatsächlich irgendwelche Paparazzi unterwegs waren oder diese Earl-König-Jäger? Ja, bei Robbie Williams damals. Weil wenn du mit so viel Star-Power mitten in der Innenstadt drehst, dann kommt alles durch. Ja. Da haben sich Fotografen sozusagen auch als Komparsen angemeldet und mit kleinen Kameras alles abfotografiert. Also passieren schon irre Dinge. Aber sonst musstet ihr noch niemals irgendwie mit dem Auto schnell flüchten und seid verfolgt worden, oder? Nee, noch nicht. Nee, zum Glück nicht. Glück gehabt. Jetzt, wo du gerade diesen Porsche-Film erwähnt hast, das hat ja auch eine Besonderheit. Also um das mal kurz, falls jemand den Film nicht kennt. So haben wir uns übrigens kennengelernt. Wir waren zufällig, saßen beim Essen nebeneinander, mehr oder weniger zufällig. Und ich hatte am Tag vorher diesen Porsche-Film gesehen. Du hast das nur so ganz kurz erwähnt, dass du ja auch irgendwie jetzt gerade sowas gedreht hättest. Und da bin ich fast ausgeflippt, weil ich den Film so toll fand, um mich jetzt anbiedern zu wollen. Aber da stellst du den aktuellen 992 Sport Classic gegenüber mit dem alten 73er RS. Und da hast du auch dann diesen 73er RS in so alten Szenen gefilmt, in so einem alten Style. Und das dann immer gegenübergestellt mit dem Neuen. Und ihr habt dann irgendwie so das Leben von einem Pärchen in Monaco, glaube ich, oder so gefilmt. Ja, Südfrankreich insgesamt. Südfrankreich, ne? Natürlich. Ja, das, genau. Ne? Ja. Erzähl mal, wie du die alten Dinger gedreht hast. Ja, das haben wir praktisch. Es gibt eine tolle App. Wir haben alles getestet mit meinem Kameramann. Wir haben unterschiedliche, wir haben Super 8 digitalisiert und haben geguckt. Und dann gab es unterschiedliche Apps. Und dann haben wir eine App ausprobiert. Und die war unfassbar und belichtete das alles schon in 4K. Und ich konnte der Agentur auch gleichzeitig ausspielen, was sie sehen. Weil es ist ja auch wichtig, dass der Kunde und die Agentur immer mit dabei ist und Anmerkungen hat, welchen Winkel du den Wagen fotografierst etc. und welchen Szenen du den Wagen einfängst. Und dann haben wir uns entschlossen, alles auf dem Handy zu drehen sozusagen. Das war das neue iPhone 13, der war gerade auf dem Markt. Und ich hatte dann 2 Kameras rechts und links und habe dann so die Super 8 Namen Vintage eingefangen, aber das Production Design vor der Kamera war natürlich irre hoch, sodass du halt runterschrauben kannst. Und wir wollten auch da das Gefühl einfangen von früher, wie es war, wenn du mit Super 8 drehst und viel sollte selbst gedreht sein von dem einen Schauspieler, der da die Hauptrolle mitspielt in der damaligen Zeit. Und das soll den Charakter halt mit haben, ne? Diese Amateuraufnahmen. Und dann haben wir den Film eigentlich zu einem Drittel auf dem Handy gedreht, ja. Das finde ich irre.
Und das sieht wirklich doll aus. Also ich verlinke diese ganzen Filme und das ist wirklich beeindruckend. Also ich konnte das gar nicht glauben, dass du gesagt hast, das ist wirklich auf dem Handy gedreht. Also ich dachte, da wären Riesenmaschinen, die dieses Super 8 imitieren. Aber es ist ein kleines Handy. Lustig, dass du sagst, dass auf dem neuen iPhone 13, gestern ist das iPhone 14 vorgestellt worden, dann weiß man ungefähr, wann wir das hier aufnehmen. Ja. kannst du wahrscheinlich nur noch deine Filme damit machen. Wie ist das, wenn man an so ein Set kommt und das ganze Team steht da und vielleicht auch jemand von Kundenseite und die fragen, wo die Kamera ist und du sagst, ach so, das habe ich jetzt hier in der Tasche. Nee, das war klar. Das war also mit beim Pitch ganz klar, dass wir gesagt haben, ich war zu dem Zeitpunkt auch in Südfrankreich, als wir gepitcht haben und da ging es drumherum, den alten Jet-Set einzufangen, so der 60er Jahre. Gunter Sachs, Brigitte Bardot in Saint-Tropez, wie das ist. Und wir waren morgens joggen durch Saint-Tropez mit Freunden und ich habe dann schon selber aufgenommen mit der App und haben das ein bisschen zusammengeschnitten und haben das dann der Agentur vorgespielt und haben gesagt, so, wir hätten alte Aufnahmen gefunden und in dem Stil würden wir das gerne machen. Und da sagte die Agentur, ja, genau so. Und da haben wir gesagt, ja, das ist alles mit dem Handy gefilmt. Und dann waren sie mit an Bord und sagten so, das finden wir super, weil das auch unkonventionell ist und nicht so viel um die Ecke gedacht war. Und natürlich, gut, ob man jetzt Super 8 digitalisiert, aber der ganze Workprocess, der Workflow war natürlich aufwendiger gewesen. Wobei natürlich Man sieht es ein ganz, ganz kleines bisschen, aber im Endeffekt ist es dafür nicht die Mühe wert. Ja. Und dann bin ich auch mal sehr viel für unkonventionelle Dinge und du kannst heute mit diesen Tools sehr gut arbeiten. Ansonsten sind natürlich die großen Mühlen auch immer dabei und das haben wir auch den Rest, gerade für den Kontrast Now and Then haben wir mit modernen Kameras gedreht, aber eigentlich im Duktus des alten Stils. Also wir wollten immer noch das Flair von den 60er, 70er Jahren auffangen, wie sie Autofilme aufgenommen haben. Das war eigentlich das Credo, was wir uns gestellt haben. Und das war eigentlich sehr spannend, das auch zu realisieren. Aber trotzdem haben wir dann, hat der Kunde immer noch darauf bestanden, dass wir den Ukraine mitnehmen, also einen Russian Arm mit der von einem Porsche Cayenne getragen wird, damit man mit dem Kameraarm sozusagen eine gute Bilder vom Wagen einfangen kann. Das sind diese irren Autos mit diesen Dingern, die da aus dem Dach rauskommen, oder? Genau. Wo man die ganzen Fahraufnahmen macht. Jetzt hast du gerade schon zwei Worte einfließen lassen. Der hieß früher Russian Arm und ihr habt das jetzt umgetauft. Ja, in den Ukraine. Ja, das ist einfach Ukraine, der Respekt, ja, den man dazu zollt. Ja, und das hat sich jetzt so eingebürgert bei uns. Da habe ich hin und wieder mal bei YouTube irgendwelche Unfälle gesehen mit solchen Autos. Passiert da eigentlich viel? Ich meine, die fahren ja schon wirklich richtig am Limit mit den Dingern, ne? Oder naja, du pushst schnell natürlich auch immer die Fahrzeuge, um die besten Aufnahmen zu kriegen. Es gibt jetzt die ganzen FPV-Drohnen, die jetzt auch spezielle Gimbal oben drüber haben, die dann mit 220 Sachen fliegen. Das ist dann so schnell, wo ich dann selber sage, okay, was gerade passiert? Und das musst du dann erstmal analysieren. Und dann kombinierst du das mit Arm vom Ukraine, die auch irre dynamisch sind. Man kennt das aus Mission Impossible und jedem James Bond-Film, diese Verfolgungsjagden, wo sie zwei Wochen lang oder drei Monate Zeit haben, um die Eröffnungssequenz vom letzten James Bond-Film zu drehen in einem kleinen Dorf. Mhm. Und wir haben dann halt immer nur einen halben Drehtag für sowas. Das ist halt dann auch immer, und das ist dann der Standard bei den Autofilmen halt, ne? Der wird durch diese hohen Spielfilme teilweise auf ein anderes Niveau gesetzt, ne? Und wir nähern uns dann an mit den ganzen technischen Tools, die dann gegeben sind, ne? Wie FPV-Drohnen und da sind jetzt neue Kids, die sind 21 am Set, die kommen vom Gaming und fliegen diese Drohnen, wie das hat man noch nicht gesehen. Und manchmal fliegen sie auch in Hochgeschwindigkeiten durch fahrende Autos durch die Fenster hinten durch. Also das ist dann tatsächlich echt gefilmt, das ist nicht am Computer gemacht. Ja, und das sieht man dann auch. Ja klar, weil es ist so viel, was da passiert in der Millisekunde. Ja. Und das nimmt man dann auch, also wie der Schnee fällt oder wie im Endeffekt der Sand in die Kamera sich bewegt. Du kannst es Highspeed-mäßig aufnehmen von 80 bis 120 Bildern in einer Auflösung von 6 bis 8K. Da kannst du ranzoomen, rauszoomen, wie du willst. Das ist schon gewaltig. Was ist für dich eigentlich einfacher zu drehen, wenn ein Kunde kommt mit einem, sagen wir jetzt mal, Brot- und Butter-Auto, also Golfklasse oder irgendwie sowas, oder einem Supersportwagen, was du Transportieren von Emotionen anbelangt? Also ist das bei Sportwagen einfacher für dich oder sagst du, eigentlich ist es wurscht? Ja, eigentlich mache ich immer irgendwie lieber was natürlich mit Darstellern ist, um gewisses, weil nur im Auto hinterher zu filmen, da gibt es andere Spezialisten, also den Wagen einzufangen, das ist dann eher, aber wenn es mit Personen bezogen ist, wie die Personen zu dem Auto stehen, was sie für ein Gefühl haben, das war jetzt bei dem Porsche-Film Now and Then genauso, dass man halt sagt, das waren Pärchen in den 70ern, ein Wochenende weg von den Cannes Filmfestspielen, wie sie ihre
ihre Zeit sich vertreiben und einem gewissen Müßiggang nachgehen mit einem Auto, was nicht unbedingt schnell fahren muss, obwohl es es kann. Mhm. Und das hat natürlich eine tolle Qualität, immer den Menschen in Bezug zum Fahrzeug zu stellen. Also nur Fahrzeugfilme mache ich nicht. Ich mache immer praktisch Geschichten, wo es immer um das Gefühl geht mit dem Menschen und wo man auch eine Geschichte erzählt. Da hast du ja auch, ich glaube auch der Film ist auch von dir, mit Gottlieb Daimler, der irgendwann einschläft. Das war, wo Gottlieb Daimler, das war, glaube ich, das 100-jährige Jubiläum von Mercedes-Benz. Und da hatte sich die Agentur Jung von Matt was ausgedacht, was eigentlich erträumt, dass Gottlieb Daimler die Zukunft erträumt, der Mobilität. Und da haben wir den Traum versucht zu realisieren und seine Vision. Was ich cool finde, ist, dass der Darsteller ihn wirklich wahnsinnig ähnlich sieht. Also den hat er gut hinbekommen. Ja. Also das Beste oder Nichts steht nachher drunter. Genau, das war die Einführung des neuen Claims. Ja. Und von dir kommt auch ein Film, und das ist, da muss ich immer noch schmunzeln, wenn ich dran denke, Ron Hammer. Viele werden sich jetzt dran erinnern. Ron Hammer, erzähl du, das war ein Fake-Stuntman, oder? Der für einen bekannten Baumarkt, scheißegal, Hornbach, nennen wir es doch beim Namen, übers Dach fliegen sollte. Erzähl mal, wie es zu dem Film gekommen ist und was da drumherum alles entwickelt wurde. Das ist auch so eine geile lustigerweise Geschichte. War, bevor ich eigentlich zum Markenfilm kam, muss ich kurz noch erwähnen, da bin ich zu einem Seminar gegangen, das hieß die Kunst des Werbens. Und das war in Berlin, war ein toller Workshop, weil ich wollte mich irgendwie mit Werbung mal auseinandersetzen. Da waren halt tolle Leute von Wieden & Kennedy, von Nike, und übrigens auch André Kemper von damals Springer und Jacobi, auch eine Ikone unter uns Werbern. Und da saß ich als No-Name neben einem jungen Kreativen auch, das war damals Guido Heffels. Und wir beide saßen nebeneinander, kamen beide aus dem Rheinland und saßen da nebeneinander. Er war noch, glaube ich, CD oder Kreativer bei Springer und Jacobi. Und wir haben uns praktisch über das ganze Seminar unterhalten und haben uns da kennengelernt. Und der hat im Endeffekt dann irgendwann gesagt, ich gründe meine eigene Agentur Heimat, die dann eine der erfolgreichsten und kreativsten Agenturen wurde. Und wir haben dann zusammen immer unterschiedlich mal Filme gemacht. Und da rief er dann irgendwann mal an mit einer tollen viralen Idee. Er wollte einen Stuntman über den größten Baumarkt Deutschlands fliegen lassen. Und natürlich schafft der Stuntman das nicht. Und dann sollte das in Form von Amateuraufnahmen geschehen. Und wir haben eine Rampe gebaut. Wir haben das Ganze sozusagen inszeniert, nicht real gemacht, sondern nur Bruchstücke gemacht. Und die dann so zusammengesetzt, dass es aussieht wie eine Amateuraufnahme, was auch gut gelungen war. Ja. Und dann ist der Ron Hammer gescheitert, hat aber überlebt diesen Sprung. Und dann haben wir einen Tag nach der Aktion, wo wir es gedreht haben, es plakatiert hat die Agentur das in Berlin und hat gesagt, dass der Event schon stattgefunden hat. Und da haben wir weil das die Idee, Ron Hammer so einzuflechten in das alltägliche Leben. Wir haben Fotos gemacht in der Bra für die Bravo. Wir haben ein Musikvideo gedreht, wo er selber ein Rapper war. Und dann haben wir das praktisch versucht, ihn so weit wie möglich in die Wirklichkeit einfließen zu lassen. Und da hat sich wunderbar Fiktion und Realität so ein bisschen ist einhergegangen. Und das ist eigentlich mein Liebstes, wenn man anfängt etwas in der Realität und man weiß nicht, wann der Schritt in die Fiktion ist. Und das war dann ein sehr spaßiger und lustiger Film, der dann auch dieses Virale auch wieder sehr weit nach vorne gebracht hat. Und auf einmal waren virale Spots mehr angesagt als die eigentlichen Commercials, weil sie sich mehr getraut haben. Und eigene Webseite und sowas hat er auch. Ne? Also den Film, den findet man auch x-fach auf YouTube und immer im Kontext. Aber dem Stuntman ist nichts passiert. Also das nein, natürlich nachgedreht. Nicht. Nein, es wurde keiner verletzt. Müssen uns keine Sorgen machen. Nein, es wurde keiner verletzt. Ist das schon mal passiert, dass da so irgendwie ein, wie heißen sie, Precision Driver oder sowas, dass der mal ein Auto zerlegt hat beim Dreh? Nee, nicht bei uns, weil zum Glück ist bei uns noch nie was passiert. Toi, toi, toi. Bei uns geht immer Security first. Wir nähern uns immer den ganzen Sachen an und versuchen dann immer und versuchen natürlich immer ans Limit zu gehen, aber das immer bedacht und mit Obacht. Du hast einen Spot, das ist jetzt nicht Autos, aber du hast einen Spot für Rolex gemacht, der vor den Golden Globes, glaube ich, gelaufen ist, oder? Der Oscar-Fall. Von den Oscars. Da hast du mit wirklich den größten Regisseuren zusammengearbeitet. Also, wer war das? James Cameron? Catherine Bigelow. Martin Scorsese. Und Alejandro Iñárritu, ja. Wie ist das, wenn man solche Leute vor der Kamera hat? Am Anfang dachte ich so, oh wow, mit den Jungs in den Ring steigen und da selber Regie führen zu dürfen, mit den Leuten, die die größten ihres Faches sind. Ja.
Aber ich habe das sportlich gesehen, fand das eine tolle Herausforderung und es war ein Prozess über 3,5 Monate, wo wir zwischen New York und L.A. rumgefahren sind und man durfte auch mit tollsten Kameramännern drehen, mit Emanuel Lubezki, der gerade irgendwie da seinen 4. Oscar gewonnen hatte. Und damals war, das war 2017, 2018, das war für die Oscarverleihung 2018, war auch das 90. Jubiläum der Oscarverleihung und Rolex sponsert diese Künstler. Und das war dann der Hauptspot davon und es war im Endeffekt, ich bin nie so nah an Hollywood rangekommen wie bei der Produktion. Das war halt unfassbar, man konnte halt sich persönlich mit den Leuten treffen, man ist auf die eingegangen, musste natürlich auch Respekt von denen bekommen, weil die kannten dich nicht, aber sie haben dich dann kennengelernt und das war natürlich ein toller Prozess und ja, da habe ich gemerkt, vielleicht war nicht Film mein Weg, sondern den Weg, den ich gegangen bin. Und das hatte so eine Genugtuung, dass man eigentlich schon für sich ein tolles Werk geschaffen hat und so nah an diese unfassbaren Regisseure rangekommen ist. Auch ein beeindruckender Film geworden. Wie siehst du die Zukunft eigentlich des Autofilms? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es früher immer darum ging, auch Daten zu transportieren und Fakten. Jetzt sind ja Autos, sagen wir es mal, Elektroautos haben ja manchmal den Ruf, so ein bisschen emotionsloser zu werden, weil natürlich der Sound wegfällt zum Beispiel. Und trotzdem verkauft man Elektroautos oftmals über wahnsinnige Beschleunigungswerte und so. Würdest du sagen, dass jetzt die Nachfrage eher danach ist, emotionalere Filme zu drehen, um die Autos irgendwie so ein bisschen emotional aufzuladen? Oder werden die weiterhin mit Daten und Fakten verkauft? Ja, ich meine, da ähneln sich die Fahrzeuge. Ne? Ob du jetzt eine Hundertstel weniger oder schneller bist, um zu beschleunigen in der 30er-Zone in der Stadt, also ist eigentlich hinfällig. Die Designer, es kommt ja ursprünglich, was die Designer sich vorstellen. Und manchmal ist es halt so, was ich auch sehr gut finde, sagen Marken, wir laden dich ein, wir machen die Garage auf, hier ist der Chefdesigner und du hörst von dem, was er sich zu dem Wagen gedacht hat. Oh, okay. Und das ist halt eine tolle Inspiration für mich, weil dann höre ich aus erster Quelle, worum es ihm gegangen ist. Ich verstehe, was sich von diesem Fahrzeug unterscheidet zu den anderen. Und da kriegt man also genau gesagt, warum etwas wie im Design entstanden ist. Mhm. Und das sind eigentlich irre spannende Gespräche, die dann stattfinden, weil man ist nah am Design, man ist nah am Produkt. Und ich muss natürlich nicht den Wagen nur filmen, sondern eigentlich, was der Designer sich, was er gedacht hat, was er fühlen wollte oder was seine Idee dahinter war. Und insofern kannst du das dann in eine Geschichte einfließen lassen und hast trotzdem den Wagen im Auge. Also für uns ist es immer am wichtigsten, natürlich den Wagen in der bestmöglichen Form und einzufangen. Und manchmal fliegst du mit dem Helikopter oder mit der Drohne drumherum und weißt, wenn der eine Augenblick gekommen ist, wo du das getroffen hast. Und dann kannst du es ihm sagen, die größte Ritterschlag ist immer, wenn der Chefdesigner dann dir eigentlich sagt, genau so. Okay. Oder vielleicht habe ich nicht damit gerechnet, aber besser als ich gedacht hätte. Ja. So. Und das ist natürlich dann toll, weil dafür sind wir ja da. Wir sind ja Träumebeschleuniger. Ja. Und das passt natürlich ganz gut dann dazu. Ich weiß von René Staudt, der ist ja auch ein ganz profilierter Autofotograf, hat ja viel Katalogfotografie auch gemacht, ja, und natürlich auch Werbung. Der hat mir gesagt, also dass sie tatsächlich mit Modellen hunderte von Fotos erstmal machen, aus welchem Winkel sie jetzt das Auto fotografieren dürfen sollen, wo es am besten aussieht, wo es am besten das Licht bricht. Mit Bewegtbild ist es ja nochmal komplizierter eigentlich. Ganz interessant, dass bei dir auch die Designer da noch ein Wort mitreden ist. Ja, klar, weil das ist natürlich, du hast eine Designbibel, ne, vorweg, welche Winkel der Wagen am besten aussieht. Du kannst nicht nah genug oder fern genug, du musst genau wissen, mit welchem Objektiv du drehst, in welcher Distanz zum Wagen und das dann in eine Action-Szene oder eine Szene mit eingefasst. In der Stadt oder wo auch immer. Das ist halt, und du musst auf Reflexionen achten, damit genau das Design des Fahrzeugs gut mit rüberkommt. Ne? Das ist natürlich wichtig. Dass du das für den Peugeot 208, glaube ich, da hast du Kinder dann nochmal das Design erklären lassen, oder? Genau, da haben wir auch eine Kampagne gemacht, die retrogewandt war, ja, wie sich Kinder, ich weiß nicht, in den 70er Jahren Autos vorstellen in der Zukunft. Mhm. Und das war ein tolles Konzept und haben wir auch retromäßig die Kinder eingefangen, wie sie dokumentarisch in die Kamera sprechen und sich die Autos der Zukunft vorstellen. Genau, da haben sie eigentlich genau den 208 mit den Tigerzähnen und so beschrieben. Genau, ja, genau. Ja. Und das ist dann ein tolles Konzept, wenn Design und das ist ein gutes Beispiel halt, wie was Agenturleistung ist, nämlich ein tolles Konzept zu erarbeiten. Und dann ist es unsere Aufgabe als Werbefilmregisseure und Produktion, das in unserem eigenen Stil zu interpretieren, in einem gewissen Kostenrahmen,
der für Kunde und Agentur verträglich ist, mit dem besten Outcome. Kann man mal irgendwie was sagen, was so ein Kostenrahmen für einen Werbefilm ist? Also wahrscheinlich geht es von bis, aber... Ja, jede Aufgabe ist anders. Man hat halt für einen einfachen Film weniger Geld und für einen großen Film mehr Geld. Also Autofilme gehen eigentlich ab erstmal einer 500.000 los. Es gibt, also wenn du ein oder zwei Drehtage hast, dann ist es, ne, oder vielleicht auch drei, du kannst es irgendwo in Low-Cost-Countries machen. Dann geht das, aber und große Filme haben ein Budget bis 1,8, 2,5, 3,6 Millionen. Aber ich meine, im Endeffekt seid ihr die großen Verführer und sollt die Leute nachher in die Showrooms treiben. Und von daher ist das wahrscheinlich ja, nicht also, so richtig, also, das Geld auszugeben. Also, ja, wir flirten mit dem Auto. Und wenn der Flirt rüberkommt, dann springt was über und viele Leute kommen. Wir sind ja markentreu und gerade jetzt ist eine Zeit, wo es um die Markentreue gekämpft wird. Mhm. Und selbst ein Mercedes-Fahrer, wenn der einen tollen Wagen woanders sieht und wenn die Autoindustrie anfangen würde, also die Elektroindustrie anfangen würde, Konzeptautos zu machen oder Autos zu bauen mit alten Formen. Wer würde nicht gerne einen alten SM mit Elektromotor fahren? Mhm. Also da wäre ich sofort dabei. Also gerade genau diesen Spagat zwischen neu und alt. Und deswegen gehe ich immer zu meinem alten P1800 zurück. Mhm. Ich liebe noch den Benzingeruch, klar, aber ich könnte mir nie vorstellen, den elektronisch zu fahren. Irgendwann vielleicht ja, also weil es dann auch nicht mehr geht, weil es nicht erlaubt ist. Aber selbst meine Kinder lieben das, einzusteigen. Das ist immer noch für sie ein Gefühl der Kindheit, weil ich habe sie immer zum Kindergarten gefahren damit. Und sobald sie in den Wagen einsteigen, haben sie auch das Gefühl von Kindheit immer noch und wie Autos riechen sollten. Wir verlieren natürlich komplett den Geruchssinn für Autos. Jetzt ist nur das Leder und die Armatur und beim Elektrofahrzeug ist eigentlich nur der Geruch von der Dame neben dir, von ihrem Parfum. Immerhin irgendwas. Ne? Ja, irgendwas. Ne? Und das Geräusch, was dir simuliert wird. Und das ist das Tolle mit den alten Autos. Sie haben halt eine Haptik, sie sind echt, sie sind wahrhaftig. Und sie verführen dich hier und jetzt und nicht durch ein simuliertes Gefühl oder ein Geräusch. Ja, das meine ich, ne? Dass du das trotzdem irgendwie auch dieses simulierte Gefühl nochmal emotional darstellen musst. Ich meine, da gehen ja auch viele Autohersteller, gerade bei Elektroautos, auf Retro. Nimm den VW Bus, den Elektrobus, irgendwie der zitiert ja den ersten VW-Bus. Ne? Und so machen sehr viele eigentlich, ne? Alte Buggys und so. Gibt es irgendein Auto, für das du gerne Werbung machen würdest? Oder wo du sagst, warum haben die mir das nicht gegeben? Nee, das geht mir eher so mit Tennisspielern. Ich bin ja Tennisspieler und würde gerne noch eine Kampagne mit einem Tennisspieler machen. Der kann auch ein Auto fahren. Ja, okay. Also wer ist dein Favoritenspieler gerade? Naja, wir haben gerade jetzt, ich komme gerade zu dir heute Morgen und es war in der Night Session, spielte Alcaraz gegen Sinner. Das sind die zwei Jungstars, die alte Garde ablöst. Und man hat Hoffnung in die Jugend, weil was da Tennis gespielt wurde, hat man noch nicht gesehen. Also da wird nochmal alles neu definiert. Und der Sport stellt sich nochmal neu dar, wenn ein 19-Jähriger gegen einen 21-Jährigen spielt. Und so hoffe ich das auch für die Mobilindustrie, also für die Automobilindustrie, dass wir verführt werden von neuen Designs, Autos ganz anders wahrnehmen, ökologisch nachhaltig fahren und trotzdem für die neue Generation dieses Autogefühl bewahren, weil Mobilität ist toll, Mobilität verkauft die erste Freiheit, den Traum nach dem Fahrrad. Und wir verbinden mit den ersten Reisen das größte Gefühl. Also ich bin im Fiat Panda nach meinem Abi durch ganz Europa gefahren, habe da genächtigt. Glaube ich jetzt noch einen Rückenschaden davon. Aber es war halt ein unfassbares Ding. Und als ich habe den Wagen wirklich beerdigt auch. Also ich habe ihn kaputt gefahren auf dem Weg zu meiner Freundin und habe ihn dann begraben in einer Zeremonie. Also wir müssen Autos auch huldigen und Autos müssen uns auch das Gefühl geben, dass wir sie huldigen. Und das hoffe ich, dass es in der Neuzeit auch weiter so ist. Und an alle Designer da draußen, gebt euch Mühe, entdeckt, macht einen Spagat zwischen Retro, weil die Zukunft ist vielleicht gar nicht das Schönste, was wir haben in der Designsprache. Weil viele Autos sehen halt aus, als wenn sie aus dem 3D-Drucker kommen und noch eine Kante hier, noch eine Ecke da. Aber sie brauchen Charakter und sie müssen halt ein Sympathieträger sein. Ne? Und dann entsteht auch eine Emotion. Und über die Emotion ist es toll, eine Designsprache zu entwickeln, die nicht nur retrogewandt ist, aber auch was Neues definiert. Und da hoffe ich, dass wir hingehen. Und jedes Auto, was ich bekomme oder ein Darsteller oder eine tolle Idee, inspiriert mich natürlich. Das ist eigentlich fast das schönste Schlusswort. Eine Frage noch. Gibt es ein Auto oder einen Hersteller, der das für dich gerade besonders gut macht? Ich kann immer nur sagen, mein alter Volvo P1800. Ah ja, das ist ES. Alles gesagt. Ich gehe nie fremd. Und jetzt,
Und jetzt die letzte Frage, die letzten 50 Liter. Ich habe eine stille Ahnung, in welchem Auto du sie verfahren würdest, aber in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die letzten 50 Liter Sprit verfahren? Ist für mich immer eine Reise. Ich glaube, ich würde immer nur bergauf fahren in Richtung Himmel und Gas geben und ein gutes Stück Musik hören. Mit welchem Auto? Mit dem P1800. Und welches Musikstück? Da habe ich leider sehr viele. Das ist eine gute Frage. Da komme ich nochmal an dich zurück. Okay, alles klar. Jan, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Das war Jan Wenz. Und wenn ihr jetzt mal einige Beispiele seiner Arbeit und die Spots, über die wir heute gesprochen haben, sehen wollt, dann schaut mal auf seine Webseite www.janwenz.com, die ich in den Shownotes auch nochmal verlinkt habe. Nicht ganz so professionell gemacht, aber immerhin auch schon in Farbe, gibt es Fotos und Videos bei mir auf Instagram und YouTube. Und auf YouTube gibt es zum Beispiel einen Nachruf auf einen gewissen Peter Geishäcker, den ich zusammen mit Rainer Braun aufgenommen habe. Und der ist ja der Gründer von Wiege Data, der Firma, bei der mein Gast Jan Wenz einst angefangen hat. Ich habe den Link auch nochmal in die Shownotes geschrieben. So schließt sich der Kreis und damit machen wir Schluss für heute. Wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Bis dahin viel Spaß beim Werbung schauen und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.